Herzlich willkommen zu einem neuen Stadtgespräch Böblingen aus der Motorworld auf dem Flugfeld Böblingen-Sindelfingen. Und ganz herzlich begrüßen darf ich Frau Dr. Franziska Becker-Eckensberger. Richtig? Richtig, genau. Richtig. Sie sind Mitglied im Team des Ökumenischen Kinder- und Jugendhospizdienstes im Kreis Böblingen. Ja, genau, da haben Sie recht. So, und jetzt kommen wir mal auf Ihren Doktortitel, weil der bietet uns quasi den Einstieg ins Thema. Ja. Sie haben in Philosophie Ihren Doktor gemacht. Genau. Über welches Thema? Mein Thema ist Hospizpädagogik, pädagogisches Handeln in der Sterbephase des Menschen. Also es ging darum, herauszufinden, ob die Pädagogik einen Beitrag leistet in der Sterbephase des Menschen, wie der aussehen kann. Ich hatte Interviews geführt mit pädagogischen Fachkräften in Kinder- und Jugendhospizen, als auch in Erwachsenenhospizen, um einfach herauszufinden, wie helfen die sterbenden Menschen, sich mit dem Thema Sterben, Tod, Trauer, Abschied nehmen auseinanderzusetzen. Findet es überhaupt statt? Und die Interviews haben dann gezeigt, es findet teilweise statt, aber oftmals ist es nicht wirklich pädagogisch, was gemacht wird. Und von daher war es ein total spannendes Thema, weil die Pädagogik da ja eigentlich schon einen großen Beitrag leisten muss. Wie kommt man im Studium auf so ein Thema, das ja nun doch sehr schwer ist? Ja, ich bin auf das Thema gekommen, weil ich mich einfach von der beruflichen Laufbahn schon viel mit dem Thema beschäftigt habe. Ich habe damals im Praxissemester oder mein Praxissemester beim Kinder- und Jugendhospizdienst gemacht gehabt, auch da, wo ich jetzt als Koordinatorin tätig bin. Und habe damals relativ schnell gemerkt, das ist ein Thema, was mich total interessiert, wo so eine Dankbarkeit von den Kindern, von den Familien auch da ist. Das ist auf jeden Fall was, was ich später beruflich machen möchte. Und dann war für mich klar, okay, dann will ich mich auch wissenschaftlich damit auseinandersetzen. Ich hatte dann erst im Bachelor das Thema Trauerbewältigung im Zeitalter des Internets so ein bisschen aufgegriffen. Wer nutzt Trauerforen? Was für Angebote gibt es im Internet? Und dann weiter studiert, mein Master gemacht und mich eben auch da mit dem Thema so ein bisschen auseinandergesetzt. Mein Doktorvater war total fasziniert, dass sich ein junger Mensch mit dem Thema auseinandersetzt. Und ja, hat er mich gefragt, ob ich in dem Bereich promovieren möchte. Und da habe ich nicht Nein sagen können. Und damit war der Weg eigentlich klar in den Kinder- und Jugendhospiz im Kreis Böblingen. Genau, ja. Was machen Sie da? Sie haben gesagt, Sie sind Koordinatorin. Was koordinieren Sie da? Der Kinder- und Jugendhospizdienst, der begleitet Familien, wo ein Kind schwer erkrankt ist oder ein Elternteil schwer erkrankt ist und verstorben ist. Und die Familien melden sich bei uns, rufen bei mir an und ich bin sozusagen die erste Person, zu der sie Kontakt aufnehmen, gehe dann zu einem Erstgespräch zu den Familien nach Hause vor Ort und verschaffe mir einen Überblick, wie können die vielleicht noch weiter unterstützt werden, ist der Kinder- und Jugendhospizdienst die richtige Anlaufstelle, einfach mit den Familien im Austausch zu bleiben und zu gucken, okay, was brauchen die denn ganz konkret. Und dann ist es so, dass der Kinder- und Jugendhospizdienst mehrere ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat, die einmal in der Woche dann in der Regel in die Familie vor Ort gehen und zu Hause was mit den Kindern oder den Jugendlichen unternehmen. Dabei ist es uns wichtig, dass sowohl Zeit ist, um über die Trauer, um die Krankheitsbewältigung zu sprechen, aber auch, dass Spaß und Freude im Vordergrund steht. Also wir versuchen da immer so eine Mischung zu finden. Für viele Familien, gerade wenn es Familien sind, wo ein Kind selber mit erkrankt ist und es gibt noch gesunde Geschwisterkinder, die Geschwisterkinder sind so dankbar, wenn jemand zu ihnen kommt und so diese ungeteilte Aufmerksamkeit. Ich habe da schon oft gehört, Franziska, was? Da kommt jemand nur für mich und nicht für die Mama, nicht für meinen kranken Bruder, meine kranke Schwester, sondern es ist jemand, der für mich jetzt Zeit hat und mit mir was Schönes unternimmt, weil der Alltag ja oftmals doch auch sehr belastend ist, den die Familien zu Hause tagtäglich erleben. Ja, und Sie erleben ja auch, wenn Sie in die Familien gehen, schwierige Situationen, sehr belastende Situationen. Wie verkraften Sie das? Wie stecken Sie sowas weg? Also zum einen ist der Austausch im Team ganz wichtig, dass wir da offen drüber reden können und dass, wenn auch in der Familie mir irgendwie was nicht gut tut, dass ich wüsste, okay, eine Kollegin würde das auch übernehmen. Und dann ist bei mir aber auch der familiäre Rückhalt von Freunden, Familie, die einfach auch wissen, es kann mal sein, ich komme nach Hause und ich bin jetzt nicht super gut gelaunt und dann ist es auch in Ordnung. Ich hatte, bevor ich beim Hospizdienst wieder angefangen habe, im stationären Kinderhospiz in Stuttgart gearbeitet und wir hatten da auch mal um die Weihnachtszeit am 23. ist ein Kind verstorben und ich hatte am 24. Dienst. Und dann war so dieser Tag, okay, wir haben ein verstorbenes Kind und die anderen wollen Weihnachten feiern. Und ich war den Dienst über da und hatte auch geplant, am Ende mit meiner Familie abends Weihnachten zu feiern. Und da war auch klar, okay, das funktioniert jetzt nicht so und ich bin super daheim, sondern dass man da einfach auch die Zeit bekommt und
haben kann, um runterzukommen. Hospizdienst ist ja landläufig häufig die Begleitung von Sterbenden. Jetzt haben Sie ja Kinder- und Jugendhospiz. Da ist ja die erste Assoziation, ein Kind oder ein Jugendlicher ist schwerst krank und stirbt oder ist gerade verstorben. Sie haben jetzt vorher aber auch gesagt, Sie unterstützen auch, wenn andere Familienmitglieder schwerst krank sind oder auf der letzten Reise kurz davor sind. Wie muss man sich vorstellen? Führen Sie dann vor allen Dingen viele Gespräche mit den anderen Familienangehörigen oder was? Was machen Sie da? Bevor ich darauf eingehe, noch einmal ganz kurz zum Verständnis. Beim Kinder- und Jugendhospiz oder bei der Kinder- und Jugendhospizarbeit handelt es sich nicht immer um die letzte Lebensphase, sondern das ist oftmals ein langer Zeitraum. Die Familien können zu uns kommen ab dem Zeitpunkt der Diagnosestellung und das über mehrere Jahre hinweg. Okay. Und so hat man auch im stationären Bereich zum Beispiel die Möglichkeit bis zum 27. Lebensjahr und über viele, viele Jahre. Also die Familien, die das aufsuchen, die uns aufsuchen, da befinden sich, wenn die Kinder erkrankt sind, die wirklich nicht immer in der Finalphase, sondern meistens geht es wirklich über viele Jahre. Mhm. Wir haben eine Familie, die wird jetzt seit 8 Jahren von einer Ehrenamtlichen begleitet, wo es immer wieder Höhen und Tiefen gibt, das Kind aber noch am Leben ist. Also sowas, das muss da noch mal so ein bisschen differenziert werden. Ansonsten, wenn allgemein jemand in der Familie erkrankt ist, dann finden schon immer wieder Gespräche statt, je nachdem, wie das Familiensystem zu Hause auch ist. Also ich biete das den Eltern an, oftmals kommen viele Fragen, wie gehe ich mit den Kindern damit um, spreche ich das Thema an, wann kommuniziere ich mit meinem Kind oder sage, dass Papa, Mama eine schwere Erkrankung hat und vielleicht sterben wird. Das sind oftmals ganz, ganz große Unsicherheiten und Ängste und das sind dann in aller Regel eher so Beratungsgespräche, wie kann ich mit meinem Kind über dieses Thema sprechen. Das ist wirklich daher ganz, ganz unterschiedlich. Oftmals ist es auch so, dass die Familie untereinander gut vernetzt ist und dass sie sagen, sie brauchen das jetzt im Moment gerade gar nicht. Aber wenn auch Elternteile Bedarf haben an Gesprächen, dann ist auf jeden Fall die Möglichkeit da, dass sie die auch haben können. Vielen Dank bis hierher, meine Damen und Herren. Nach einer ganz kurzen Pause sind wir wieder für Sie da. Bleiben Sie dran. Regio TV. Willkommen zurück zum Stadtgespräch Böbling. Heute mit Frau Dr. Franziska Becker-Eckensberger. Sie ist Koordinatorin im Ökumenischen Kinder- und Jugendhospizdienst im Kreis Böblingen. Wir haben jetzt schon viel gehört, was Sie in den Familien tun. Wie ist denn dieser Hilfsdienst organisiert? Wie viele Mitglieder haben Sie? Kann man da mitmachen? Kann man helfen? Wie kann man unterstützen? Was sind sonstige Angebote, die Sie machen? Also die Arbeit wird hauptsächlich von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gemacht. Momentan haben wir gerade 21 Ehrenamtliche, die aktiv in Einsätzen sind. Es ist aber auch gerade ein weiterer Qualifizierungskurs, der am Laufen ist und der im Juli enden wird. Und sobald diese 13 Teilnehmer, Teilnehmerinnen dann fertig sind, können die auch in Einsätze. Also das heißt, wenn ich jetzt sage, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, ich habe Interesse, ich möchte da mitarbeiten, dann werde ich qualifiziert dafür. Ja, genau. Also man kann beim Kinder- und Jugendhospizdienst oder im Hospizdienst allgemein nur mit einer Qualifizierung mitarbeiten. Die ist auch sehr zeitaufwendig. Das sind 100 Unterrichtsstunden und ein 40-stündiges Praktikum, was die Ehrenamtlichen absolvieren müssen, um bei uns dann auch letztendlich tätig sein zu dürfen. Und die Themeninhalte sind ganz unterschiedlich. Natürlich geht es viel um die Auseinandersetzung mit Sterben und Tod, auch mit eigenen Verlusterlebnissen, weil die Haltung, die ich natürlich selber auch immer habe, die bringe ich mit in die Familie rein. Wenn es ein Thema ist, was mich selber abschreckt, dann bin ich vielleicht nicht so das passende Gegenüber, wenn jemand eben über seinen Tod oder den Sterbeprozess reden möchte. Wer ist denn geeignet für so eine Arbeit oder für so ein Ehrenamt? Also ich finde immer, es müssen Leute sein, die gut zuhören können, die auch Situationen aushalten können. Das kann auch mal bedeuten, dass ich mal eine Stunde gar nichts sage und nur bei einem Trauernden sitze und da bin und anwesend bin und mich sozusagen ein bisschen zurücknehme. Und die müssen bereit sein, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und nicht davor ausweichen. Wie finanziert sich dieser Dienst?
Die Hospizarbeit wird zum Teil durch die Krankenkassen refinanziert. Wir können Einsätze abrechnen, wenn wir Familien begleiten. Da wird aber auch immer nur ein Teil abgerechnet und auch nur dann, wenn wir Familien mit Ehrenamtlichen begleiten, zu dem Zeitpunkt, wo das Kind oder das Elternteil noch am Leben ist. Also wenn es sich um eine reine Trauerbegleitung handelt, und das ist ein Großteil von den Begleitungen, die wir haben, dann wird es über Spenden letztendlich finanziert. Also von daher, wir sind immer wieder auch auf Spenden angewiesen, denn nur so lässt sich die ganze Trauerarbeit beispielsweise machen. Wir haben Trauergruppen, wir haben Geschwisterangebot, Erleben verbindet heißt es, was eben dann durch Spendengelder nur möglich ist. Ansonsten würde das gar nicht funktionieren. Ich habe auf Ihrer Internetseite, wie ich finde, sehr ergreifenden Spruch gesehen, Spenden, denkt ja jeder sofort an Geld, Sie sagen, Spenden Geld und Zeit. Ja. Das finde ich ein sehr schönes Motto. Ja, ja. Zum einen, klar, durch Geld ist uns immer geholfen, aber auch mit der Zeit, wie die Ehrenamtlichen, die das ehrenamtlich machen. Die gehen einmal in der Woche 3-4 Stunden in die Einsätze, sind bei den Kindern vor Ort und spenden ihre Zeit sozusagen den Kindern, den Jugendlichen, den Familien. Und das sind die wirklich eine richtig wichtige Stütze. Hinzu kommt, dass die Ehrenamtlichen regelmäßig an Fortbildungen mit teilnehmen müssen, dass sie Gruppenabende haben, Supervisionen. Also da kommt schon auch einiges an Zeit letztendlich zusammen, was die sozusagen dem Hospizdienst dann auch mitspenden. Vielen herzlichen Dank. Sehr gerne. Es war sehr interessant, waren interessante Einblicke. Vielen Dank, Dr. Franziska Becker-Eckensberger, meine Damen und Herren. Wenn Sie jetzt sagen, da könnte ich doch mich vielleicht auch engagieren oder ich habe vielleicht sogar tatsächlich Unterstützung notwendig, googeln Sie einfach den Kinder- und Jugendhospizdienst Kreis Böblingen. Sie werden die Kontakte finden. Ansonsten noch einen schönen Abend. Bis bald.